Die Herde, naja, so könnte man sie eigentlich auch nicht nennen. Das ist ein Grüppchen von uns. Das ist weitergezogen in eine kargere Gegend. Aus welchem Grund auch immer, aber Kasimir meinte, er hatte irgendwann mal davon gehört, dass es ein Paradies gibt, dort wo es viel Futter gibt. Und leider ist das Paradies, wenn es es gibt, sehr weit weg. Und solange müssen wir wohl oder übel auf dieser kargen Welt leben, was natürlich nicht so schön ist. Phantasma! Tut mir leid, Kasimir, das tut mir ganz, ganz doll leid. Du warst ja angeblich beim Supermarkt oder Zahnarzt. Das war gelogen. Das wusste ich. Warum haben sie mich dann gehen lassen? Ich habe sie doch betrogen. Das ist nicht toll, was ich gemacht habe. Eigentlich geht es mir darum, warum bist du weggegangen? Ich wurde von so einem komischen Hund angesprochen. Er meinte, ich soll mich irgendwie opfern oder so. Ich bin die Erbin und was weiß ich für eine Monster. Ich glaube nicht, dass es diese Monster gibt. Da liegst du falsch. Was? Wenn du von Skalur redest, den gibt es. Und er hat unsere Herde gerissen. Weil er von der Erbin wusste, die du bist. Der Hund ist nicht umsonst gekommen. Ich wusste auch nicht, dass du die Erbin bist, bevor du mir gesagt hast, dass dieser Hund aufgetaucht ist. Dieser verrückte Hund. Das ist ein Welpe. Das ist auch jemand Besonderes. Es ist lieber sozusagen eine Botin von dem Frauen- oder Stutenbund. Sie haben sie geschickt, damit sie dich holt. Aber anscheinend hast du abgesagt. Ja, irgendeiner wird das Blut vergießen, in die Fänge des Monstrums kommen. Klingt das nicht irgendwie schon ein bisschen eklig? Ja, aber du bist eigentlich diejenige, die den Drachen... Sagen sie es nicht auch noch, es ist so eklig. Tut mir leid. Aber du musst es machen. Aber warum weißt du alles davon, außer ich? Naja, die Prophezeiung hat dir noch niemand erzählt. Wir wussten nicht, ob du das wirklich toll findest, wenn ich sie dir mit 6 Monaten erzähle. Das stimmt. Aber ich werde mich nicht von diesem Hund mitschleppen lassen. Das ist deine Entscheidung, mir ist das egal. Rette unsere Herde. Dann können wir vielleicht besser leben. Vielleicht hat er recht. Vielleicht sollte ich mich wirklich bessern. Ich werde so zickig sein. Alle wissen von der Prophezeiung, nur ich nicht. Alle sagen, ich soll mitgehen. Das finde ich unfair. Warum können sie dann nicht mitgehen, wenn sie sich für oberschlau halten? Ich gehe auf keinen Fall mit. Ich wusste doch, du steckst hier. Hä? Also, ich habe mich wieder ein bisschen beruhigt mit deiner Wutattacke. Mit meiner auch. Sorry wegen der Umstände. Bin wieder da. Liwa, was machst du denn hier? Naja, es ist wegen der Sache mit dem Erben. Ach, komm mir nicht damit. Ich weiß ja, dass du das nicht magst. Und ich kann dich auch ganz gut verstehen. Schließlich bist du ja vielleicht auch die, der das Blut ausgequetscht wird oder so. Ja, danke der Nachfrage. Aber denk doch mal daran, wie viele Pferde und Lebewesen Skalü getötet hat. Warum könnt ihr nicht seinen Namen aussprechen? Ich wage es eigentlich nicht, seinen Namen auszusprechen und da vergesse ich es mal schon. Warum sagst du es nicht? Der Aberglaube meint, wenn man den Namen ausspricht, ruft man ihn. Aber der Bund der Stuten meint, es ist einfach nur irgendwelches Hirngespinst. Ich war ja vorher auch mal ein ganz normales Lebewesen und hab daran geglaubt. Aber du würdest so vielen Menschen helfen. Ist das nicht irgendwie ein Grund wert? So vielen Pferden, Bäumen,
Bäume interessieren mich nicht. Doch, im Winter knabberst du Rinde von ihnen. Aber du würdest so vielen helfen. Ist das nicht irgendwie ein Grund genug, dass du das machen würdest? Und vielleicht stirbst du ja auch gar nicht. Vielleicht ist die Prophezeiung ja auch falsch. Ich weiß es nicht. Aber es wäre doch auf jeden Fall ein Grund genug, das zu machen. Ich weiß nicht. Es ist doch bestimmt mordsgefährlich. Mann, du brauchst Abenteuer. Das ist einfach so. In deinem Leben braucht man Abenteuer. Hast du dir überhaupt schon mal die Zähne geputzt? Das hast du schon mal bei mir gemacht. Mach nochmal Mund auf. Ja, hast du. Eigentlich müsstest du das jeden Tag machen. Aber, naja. Ich weiß wirklich nicht. Soll ich das jetzt wirklich machen? Ich meine, das kann gefährlich werden. Mit diesen ganzen Drachen und mit dem Bund. Der Bund ist doch nicht gefährlich. Aber das könnte ganz schön schwer werden. Schließlich habe ich kein bisschen Ahnung. Ich muss für immer im Bund bleiben. Dabei möchte ich irgendwie noch einen Kumpel finden, mit dem ich mich dann verliebe. Und dann, ja, das weiß ich schon. Dann folgt das andere, das nochmal andere. Dann hast du eine Family. Ja. Ja. Das kannst du ja auch. Du musst ja nicht für Ewigkeiten im Bund der Stuben bleiben. Die hocken ja auch nicht alle da im Wohnzimmer und gucken einen Fußballfilm. War ja nur eine Idee. Also, die gehen ja auch alle zu ihren Families, aber sie sind alle, das ist die Nebensache dabei, Einzelgänger. Sie laufen aber auch durch das Land herum und helfen den Pferden so gut es geht und suchen eben ein paar neue, solche wie ich aus. Seit 25 Jahren suchen wir eben so eine wie dich. Jetzt stehst du vor mir. Komm schon, tritt bei. Los. Abgefahren. Also komm schon, tritt bei. Komm. Na gut, ich mach's. Jo. Okay, dann lass uns losgehen. Und der Weg wird nicht so lang sein, wie Rosalie es gesagt hat. Da werden wir eine Abkürzung nehmen. Und die wäre, wir nehmen so ein Ortstunnel. Ortstunnel? Ja, den kann man sozusagen benutzen, wenn man zu einem gewissen Ort möchte. Das ist was anderes als zu teleportieren. Oh, und geht das schnell? Ja, es tut auch ein bisschen weh, aber sonst ist alles in Ordnung. Oh. Was ist das? Das ist irgend komisches Ding, was davor steht. Aha, und was dann? Na, wir können da bestimmt nicht durch den Tunnel durch, wenn es davor steht. Das ist doch eine Warnung, oder? Quatsch. Das ist irgendetwas, das wir dann machen müssen. Ich weiß nur nicht genau was. Das ist schön, aber man kommt da nicht durch. Das weiß ich. Warte, lass mich mal sprechen. Oh, mächtiges Tor! Aus welchem Grund auch immer stehst du jetzt hier und aus welchem Grund auch immer du aus diesem Material bestehst. Ich möchte nun, dass du deine Pforten öffnest. Ich habe nur eine Pforte, wenn du es genau wissen willst. Wer bist du? Ich, meine Liebe, ich bin der Zeittunnel oder auch der Ortstunnel. Ihr habt gerade den Eingang zum Ortstunnel angesteuert. Aber warum machen sie uns da nicht Platz? Liebes Mädchen. Ist es ja gerade. Es macht mir Spaß, euch den Weg zu verstehen. Ihr sollt mir aber eine Rätsel beantworten. Wenn es von Barbie und das Diamantschloss ist, dann kenne ich schon. Nein, nicht von so einem komischen Barbie-Film. Dies ist ein anderes Rätsel. Hört gut zu und staunt.
wie gut ich meine Gehirnzellen anstrengen kann. Ihr sollt alle Zahlen. Ach Quatsch. Ihr sollt alle Einsen addieren. Von der 1 bis 220. Alle. Also so 1 plus 1. Also die 1, 1 von der 10. Genau. Habt ihr langsam die Antwort? Fast. Mir fehlt noch die eine Zahl. Ah ja. 52 Einsen. Wenn mein dummer Kopf es richtig denkt, dann hast du richtig geraten. 52 Einsen. Seht ihr, ich bin auch schlau. Okay. Wo wollt ihr denn hinreisen? Wir wollen zu diesem einen Berg, der Mund der Stuten, wo er gerade. Den Berg kann ich mir auch nicht merken, keine Sorge, Kleine. Weißt du ihn wirklich nicht mehr? Nein, weiß ich nicht. Okay, dann starte ich mal ohne Umschweife den Ort zu wechseln. Was war? Worauf wartest du noch? Komm! Dahinter sieht man noch Licht, das wird nie im Leben funktionieren. Ach, du kennst unsere Tunnel nicht. Hallo! Warum machst du das? Hier ist ein Echo! Ein Echo. Cool, oder? Also nicht so das ist das Ortswechsel-Echo. Cool, oder? Ready? Ja. Okay, dann geht es gleich los. Immer schön festhalten und immer am bleiben und nicht übergeben. Ganz vorsichtig. Jo. Ja, so ist gut. Das war. Liwa? Liwa, wo bist du? Liwa! Jo! War das nicht lustig? Ja, und ob? Ich hätte mich fast übergeben. Jo, immer locker bleiben. Leb das Leben, wie es ist, und nimm es auch so. Das Leben ist schließlich kein Ponyhof. Musst du ja gerade sagen. Nein, du musst es entweder sagen. Ich bin kein Pony. Ich bin ein Großpferd. Schön für dich. Sieht noch alle gleich aus. So, wir sind da. Genieß doch mal das Leben. Hier sieht's genauso schnöde aus. Du hast recht. Der Boden ist genauso kahl. Genauso dreckig. Der Drache war auch schon hier am Werk. Wieso denkt ihr mal, dass das alles vom Drachen abhängt?